Hallo, liebe Vorgamer, schön, dass ihr vorbeischaut. Ja, wir sollten uns gemeinsam wünschen, dass doch endlich mal schlechtes Wetter in der Ostfront einkehrt. Bisher war der Gegner ja doch relativ begünstigt vom Wetter und eine einsetzende Schlechtwetterperiode könnte dann endlich einmal den Druck auf unsere Frontlinie reduzieren. Und es wäre doch mal sehr angenehm, wenn wir uns ein wenig konsolidieren könnten. Ja, schauen wir mal, ob unsere Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen. Ja, wir sehen Norwegen, Angriffe hier in Jugoslawien auf die bereits existenten Partisanen. Ja, und er zieht jetzt auch sogar eine Armee hinterher, wunderbar. Da wird doch einiges an Kräften gebunden. Ja, er setzt seine Bombardierung natürlich fort. Ja, auch unser Abfangjäger nimmt Schaden. Italienische Bomber nimmt Schaden. Und bisher hält sich das Korps eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, was der Panzer ausrichten kann. Ja, das war nicht viel. Zweiter Luftangriff. Nochmal Steinjäger auf. Aha. Da geht Mariupol an, aber die Garnison hält sich tapfer. Sie wird eingeschlossen. Ja, und den dritten Angriff konnte sie dann nicht mehr überleben. Ja, man sieht, wir sprachen ja eben übers Wetter. Er hat wieder gutes Wetter, gerade hier im Südabschnitt. Er setzt seine Luftwaffe ein. Wir hatten unsere Jäger ja in den Bodenmodus versetzt. Oha, die Armee ist auf 1 herunter. Dann wird sie wohl jetzt Geschichte sein. Und Fallschirmjäger sind gelandet in Kunotop. Das war ein guter Zug, gar keine Frage. Ja, mit dem guten Wetter nimmt er unsere Frontlinie Schritt für Schritt auseinander. Und wenn wir dann gleich wieder schlechtes Wetter haben, können wir uns kaum zurückziehen, weil die Beweglichkeit unserer Truppen wieder eingeschränkt ist. Aufklärungsflug nach Sumy. Ja, das war jetzt ein recht ordentlicher Zug, den er hier unten im Süden veranstaltet hat. Wir halten uns nach wie vor gut in unserer Verteidigungslinie an der Krim. Und die nächste Einheit ist aus dem Spiel. Er geht Gommel an. Aber Gommel hält sich ganz gut. Nein, dann zieht sich die Einheit noch aus Gommel zurück. Das gibt's nicht. Okay, und er versucht hier Panu zu umgehen und setzt seinen Bomber ein. Er attackiert natürlich wieder die Armee, er sucht sich immer den stärksten Gegner aus. Aber wir stehen doch recht solide in dieser Linie. Ja, rückt an unsere Verteidigungslinie heran, Donnerwetter. Und kann nochmal ganz kräftig austeilen. Und auch diese Armee zieht sich zurück. Na, Gott sei Dank kommt auch mal unsere Flak zum Einsatz. Hoffentlich kann die Schaden erzeugen. Nee, leider nicht. Ja, das war's. Donner, Donner, sehr schmerzhaft an der Ostfront. Partisanen wurden zerstört, eine Garnison, zwei Armeen sind weg und ein Korps. Das sind heftigste Verluste. Wir verlieren einiges an Städten. Es gibt ein Korps mit Nachschubmangel, das wird das wahrscheinlich in Norwegen sein. Die Briten versenken 13 MPP und auch das russische U-Boot 11 MPP, das ist doch gut. Das drücken wir mal weg. Und wir sichten ein U-Boot. Und einen mittleren Bomber, ja. So, es gibt einen strategischen Rat. Premierminister Winston Churchill.
Sie haben einen vertraulichen Brief aus der streng geheimen Dienststelle im Bletchley Park erhalten. Der Verfasser Alan Turing, Hugh Alexander, Stuart Milner Barry und Gordon Welchman bitten Sie darin eindringlich um größere finanzielle Unterstützung für Ihre wichtige Arbeit. Sie benötigen weitere Zuschüsse, damit Ihre Abteilung über genügend Personal und Ausrüstung verfügt, um die Chance zu haben, den Spionagekrieg gegen Deutschland gewinnen zu können. Bei einem solchen Erfolg können wir nicht nur die Positionen der feindlichen Einheiten erfahren, sondern auch auf dem Laufenden bleiben, was ihre technologischen Fortschritte angeht. Grundsätzlich könnten wir den Krieg damit mehrere Jahre verkürzen. Empfehlung, investieren Sie in Forschung von Spionage und Aufklärung. Ja gut, das tun wir ja nun kontinuierlich seit vielen Runden. Es gibt Einheiten, 3 Korps und es müsste noch eine Armee sein. Jawohl. Das sind die Einheiten, die in Russland kommen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Wir fangen einmal in Narvik an. Ja, wie ist die Versorgungslage? Ja, sie wird langsam besser. Sie wird langsam besser. Schauen wir mal, wie weit Bodø hochgelaufen ist. 4, 5 ist der maximale Wert. Ja. Dann kommen wir auf jeden Fall doch deutlich in Richtung Mo i Rana heran. Sehr schön. Ja, in Griechenland gibt es eigentlich nicht viel Neues. Er hat versucht, dieses Korps anzugreifen, hat sogar auch einen Angriff mit dem deutschen Panzer gemacht, der relativ erfolglos ausgegangen ist. Und wir können schon wieder Gegenangriffe hier gegen den deutschen Panzer starten, das ist gut. Haben sogar auch gegen das italienische Korps einen vernünftigen Angriff zusammen. Wir haben den gegnerischen Bomber aufgedeckt, das ist ja nochmal ein interessantes Ziel für unseren Flugzeugträger. Ich weiß gar nicht, ob der Jäger hier noch steht. Den haben wir auf jeden Fall nicht fliegen sehen. Entweder befindet er sich im Bodenmodus oder er hat ihn zurückgezogen. Naja, und dann schauen wir uns mal dieses Desaster in Russland an. Ja, genauso wie ich es gedacht habe. Wir haben wieder schlechtes Wetter. Es ist Schlamm, es schneit. Dadurch wird unsere Beweglichkeit deutlich eingeschränkt. Und hier im Süden haben wir Glück. Da will ich mich jetzt mal nicht beschweren. Wir haben hier unten gutes Wetter, diesmal auch in unserer Runde. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall bewegen. Ja, aber er hat dann doch hier die Armee weggenommen. Er hat Konotop besetzt, unser Hauptquartier angegriffen. Das hat er gut gemacht. Das muss man ganz eindeutig sagen. Das war ein schöner, sauberer Angriff. Hier unten fehlt uns ein Korps. Hier ist, glaube ich, eine Armee aus dem Spiel genommen worden. Und wir hätten sogar einen Angriff auf den gegnerischen Panzer frei. Ja, da müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir uns bewegen. Also die gesamte Situation ist relativ schwierig hier. Ja, und er drückt natürlich nach. Er rückt hier massiv in Richtung Rostow vor. Und umfließt quasi unsere Garnison, die wir hier haben. Na gut, die Krim hält gut aus, damit können wir zufrieden sein. Da müssen wir einfach nur verstärken. Der wird ja wahrscheinlich nicht so schnell durchbrechen. Aber die Südfront ist nach wie vor der kritische Abschnitt. Ja, ich denke, dieser Zug des Gegners hat uns eine Menge zum Nachdenken gegeben. Ich werde wie immer erstmal eine Pause einlegen und wir sehen uns gleich wieder. Wir starten wie so oft schon mit den Vereinigten Staaten. Und können hier MPP ausgeben. Und zwar werden wir mit den Vereinigten Staaten eine neue Einheit kaufen. Und zwar einen Befehlshaber. Und wir wählen den guten Eisenhower aus, den wir allerdings ohne Upgrades kaufen werden. Okay. Wenn wir uns einmal die Produktionspipeline ansehen, dann haben wir jetzt 2 Hauptquartiere in der Produktion. Das müsste eigentlich der Eisenhower sein, der dann im Januar 1942 aufgestellt werden kann. Die Einheit soll dauerhaft nach Großbritannien verlegt werden, damit wir ihr dann auch die strategischen Bomber und die Jäger unterstellen können. Und dieses Hauptquartier ist dann quasi für unsere Luftoffensive verantwortlich.
Und das zweite Hauptquartier, das dann im Mai 42 erscheinen wird, ist für die Bodentruppen zuständig. Wir werden also dann die entsprechenden Bodentruppen unterstellen und sie irgendwo im Mittelmeerraum zum Einsatz bringen. Damit sind wir mit den Vereinigten Staaten durch und wir springen einmal nach Russland. Ich muss einmal kurz unterbrechen, wir sehen uns gleich wieder. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung und weiter geht's. Wir sind in Russland angekommen. Wir werden zunächst einmal in die Forschung investieren. Dort können wir uns die Logistik gönnen. Aha. Und als nächstes sollten wir MPP für neue Einheiten ausgeben. Wir haben hier eine Garnison, die wir verbilligt wieder kaufen können. Wir haben hier ein Korps, das wir ebenso verbilligt erwerben. Und darüber hinaus sogar zwei Armeen, die wir ebenso kaufen können. Gut. Neben den verbilligten Einheiten werden wir auch in Einheiten investieren zu regulären Kosten. Und zwar werden wir uns dort ein weiteres Korps kaufen. Und eine weitere Armee. Gut, und somit verbleibt ein Rest von 262 MPP. Das stimmt soweit. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Produktionspipeline. Das heißt, jetzt im November und Dezember diesen Jahres werden doch einige Einheiten zu uns stoßen. Darunter auch Fallschirmjäger. Dafür habe ich bereits die ersten Ideen, wie wir sie einsetzen können. Und wenn wir uns einmal den Januar ansehen, dann wird hier doch nochmal eine deutliche Verstärkung hinzukommen. Also wir haben doch einige Armeen im Zulauf, die dann doch in der Verteidigung auch sehr wertvoll sein werden. Ja, damit sind wir zunächst einmal mit dem Geldausgeben durch. Und wir wenden uns wie gewohnt der Ostsee zu. Hier hatten wir ja in der letzten Runde unseren Kreuzer und das Schlachtschiff in Richtung Tallinn gezogen, damit sie dort wieder die volle Versorgungsstufe von 10 erhalten. Das ist auch geschehen und nun bringen wir sie natürlich auch wieder in den Einsatz gegen die Konvoiroute. Wir scouten wie gewohnt mit dem leichten Kreuzer einmal vorab. Und ziehen natürlich auch unser Schlachtschiff hinterher. Wir müssen jetzt mal schauen, wie viele Runden wir hier überhaupt noch gegen diese Konvoiroute operieren können. Irgendwann wird ja der Winter auch einsetzen und dann werden Teile der Ostsee zufrieren. Und das sorgt dann natürlich automatisch für ein Unterbinden dieser Konvoiroute, weil der Seeweg eben zugefroren ist. Die Zeit können wir dann auch nutzen, um unsere Marineeinheiten möglicherweise nochmal zu verstärken. Wir erwarten zwar keinen allzu großen Widerstand mehr durch die deutsche Flotte, aber die Deutschland verfügt nach wie vor über ein Schlachtschiff. Das müsste dann die Bismarck sein. Die Tirpitz haben wir ja vor einigen Runden vor Gotland versenkt. Und dann macht es durchaus Sinn, wenn wir die Einheiten doch nochmal auf die volle Stärke bringen. Ja, dann wenden wir uns einmal unserer Nordfront zu. Hier stehen wir eigentlich recht solide. Wir müssen uns im Moment auch nicht großartig bewegen, sodass unser Fokus im Wesentlichen auf dem Verstärken von Einheiten liegt. Wir haben hier einmal unsere tapfere Garnison, die mittlerweile ja von dem deutschen Korps so leicht umgangen wird, wobei ich mir die Frage stelle, ob der Zug so glücklich war, denn das deutsche Korps hat lediglich eine Versorgung von 0 an dieser Stelle und damit einen Aktionspunkt von 1. Und mit einem Aktionspunkt von 1 wird das Korps eben nicht in diese beiden Felder hineinkommen, denn das sind ja Sümpfe. Und insofern ist damit der Vorstoß dieses deutschen Korps eigentlich auch schon zu Ende. Insofern müssten wir einfach nur unsere Garnison verstärken, Panu halten und damit vielleicht sogar indirekt dieses deutsche Korps abschneiden, das sich ja selber in diese Position hineinbewegt hat. Ja, dann kommen wir zu unserer Frontlinie zwischen Pskov und Ostrov. Die hält eigentlich recht gut. Wir verstärken unsere Armee.
Und sind damit an dieser Stelle auch schon durch. Ebenso sollten wir die Einheit hier in Veliki Luki verstärken. Und auch sie kann, und da muss dann auch logischerweise an Ort und Stelle bleiben. Das deutsche Korps, das hier auf Veliki Luki zu marschiert, hat ebenfalls eine Versorgung von 0, damit auch nur noch einen Aktionspunkt von 1. Also insofern droht uns hier eigentlich keine unmittelbare Gefahr. Was uns dann zu unserer Frontlinie in der Mitte bringt. Der Gegner hat hier ja ein Loch in unsere Linie hineingeschlagen und die Armee hat sich ein Feld zurückgezogen. Das ist diese Einheit mit dem Stärkewert von 2. Wir sollten nun schauen, wie wir sinnvollerweise dieses Loch wieder stopfen. Und wir haben ja durchaus eine neue Einheit bekommen, eine Armee bekommen, die wir in dieses Loch hineinbringen können. Damit die Armee dann etwas besser gegen die deutschen Angriffe hier durch die beiden deutschen Armeen aushalten kann, sollten wir zunächst einmal versuchen, ob wir hier irgendwie Schaden anrichten können. Dafür ziehen wir einmal unseren Panzerzug vor. Der bekommt immerhin 0-1er Angriff auf diese Armee hin. Das ist ja momentan der stärkste Gegner, also werden wir auch sie attackieren. Und es geht 0-0 aus. Schade. Gut, wir ziehen uns wieder zurück. Wir haben mit diesem Angriff immerhin 2-2er Angriff frei. Den werden wir auch mal durchführen. Ja, geht aus wie vorhergesagt. Und auch mit diesem Chor haben wir 0-1er Angriff auf die Italiener. Der ebenfalls wie vorhergesagt ausgeht. Gut, dann werden wir unsere Armee in der Frontlücke positionieren. Und haben damit unsere Reihen wieder geschlossen. Hier im Norden steht ja noch ein deutscher Panzer, der eine Versorgung von 2 hat und 4 Aktionspunkte. Und der wird eigentlich nicht so weit kommen. Selbst wenn wir hier kein schlechtes Wetter hätten, also normale Sommerbedingungen, benötigt die Einheit einen Aktionspunkt, um in dieses Waldgebiet hineinzuziehen, also einen zusätzlichen, sodass hierfür schon 2 Punkte anfallen. Wir haben hier eine Kontrollzone, damit wären also 3 Bewegungspunkte weg. Naja, und insofern ist der Aktionsradius dieses deutschen Panzers dann doch relativ eingeschränkt. Wir verstärken zur Sicherheit einmal unsere Mechanisierten. Und natürlich auch die Armee, die sich hier im rückwärtigen Raum zwangsweise befindet. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, eine Einheit abzugraden. Das ist die Armee, die sich hier zwischen den beiden Städten von Orsha und Vitesse befindet. Damit haben wir noch einen Rest von 118 MPP, auch das entspricht meinen Notizen. Ja, und so stehen wir doch eigentlich recht solide in der Mitte. So ein bisschen schwach ist diese Armee, weil sie einerseits dem Hauptquartier nicht unterstellt ist und gerade auch neu aufgestellt wurde. Damit können die Deutschen durchaus kräftigere Angriffe gegen die Armee durchführen. Aber ich hoffe mal, dass sie in dieser Position dann doch standhält. Die Armee in Mogilev ist etwas geschwächt mit 8. Aber dieser Tausch von 2-2 gegen die deutsche Armee erschien uns dann doch wohl sinnvoll zu sein. Außerdem ist diese Armee immerhin mit einem Wert von 1 in Mogilev auch verschanzt. Wir ziehen auch noch unser Korps ein Stück zurück und verlängern unsere Flanke mit dem leichten Panzer. Das Viererkorps ist leider komplett abgeschlossen. Ein Angriff gegen den deutschen Panzer macht keinen Sinn. Insofern ist, glaube ich, die beste Option, einfach auf die Stadt von Tschernihiv vorzumarschieren. Mal sehen, ob wir damit eine Reaktion des Gegners in irgendeiner Form provozieren können. Und damit kommen wir auch schon in den Südabschnitt unserer Front. Ja, und die Lage ist natürlich schwierig. Ich habe etwas länger überlegen müssen. Und geknobelt, wie wir dann doch nochmal sowas wie eine zusammenhängende Frontlinie hinbekommen. Und das sollte uns eigentlich nochmal ganz gut gelingen.
Dafür müssen wir zunächst einmal dieses Hauptquartier ein Stück weit in Sicherheit bringen. Und ich möchte es dafür verlegen. Also wir können uns nicht so weit zurückziehen. Wir haben also nur zwei Aktionspunkte, kommen also nicht so wirklich gut voran. Und daher erscheint mir im Moment eine Verlegung gerechtfertigt zu sein. Die ist relativ teuer mit 33 MPP. Und sie soll auch gar nicht so weit führen. Ich möchte das Hauptquartier nämlich nach Kursk bringen. Das ist also viel Geld für eine relativ kurze Distanz. Aber es hat zumindest mal den Vorteil, wenn wir am Ende dieser Runde in Kursk stehen, dass wir das Hauptquartier dann in der nächsten Runde wieder auf die volle Stärke bringen können. Und ich hoffe auch mal, dass unsere neue Linie dann so lange standhält, dass das Hauptquartier nicht wieder unmittelbar in Gefahr ist. Gut, dann müssen wir schauen, dass wir unsere Linie weiter schließen. Ziehen einmal das Korps zur Seite, rücken mit der Armee nach, können mit dieser Armee ein Feld zurückziehen, weichen mit dem Mechanisierten aus und auch mit dieser Einheit gehen wir nach Sumy und haben somit wieder eine halbwegs zusammenhängende Linie aufgebaut. Und auch die Armee hier im Norden hat zumindest mal im Moment noch eine Kontrollzone in Richtung Norden und auch ins Vorfeld hinein. Wir bewegen uns mit dieser Armee so weit zurück, wie es geht. Leider können wir mit ihr keinen Gewaltmarsch machen, aber dann muss es eben so weit ausreichend sein. Wir können mit dem Panzer einen schönen Gegenangriff gegen den deutschen Panzer machen, den wir natürlich auch durchführen werden. Ja, das ist ein fairer Tausch. 5 Punkte weg beim deutschen Panzer, 3 bei uns. Damit können wir im Moment ganz gut leben. Ziehen das Hauptquartier nochmal zurück. Räumen damit Charkiw. Und besetzen mit dem 7er Korps Charkiw. Ziehen die 10er Einheit zurück, bringen unseren Panzer noch ein Stück weit nach vorne. Hier steht er natürlich relativ exponiert, das ist klar. Aber ich denke, wir haben hier ja auch Kontrollzonen eingerichtet. Also zumindest man hat die Armee hier eine Kontrollzone, der Panzer hat noch eine Kontrollzone. Ich hoffe mal, dass diese Einheit nicht so effektiv nachziehen kann. Sie hat 5 Bewegungspunkte, käme doch ran. 1, 2, 3, 4, ja, käme ran an den Panzer. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja auch in der nächsten Runde doch mal Glück und das Wetter spielt vernünftig mit. Wir werden noch ein Korps positionieren, um unsere Flanke südöstlich von Charkiw zu verlängern. Ich bin überlegen, oder ziehen wir dem Panzer doch noch ein Feld zurück? 1, 2, 3, 4, 5, hier kämen wir auch rein. Selbst wenn der Panzer hier stünde und hier eine Kontrollzone hätte, 1, 2, 3, 4, 5, kämen wir rein. Ja, dann bringt das Zurückziehen nicht mehr so viel. Auf der anderen Seite sind wir dadurch ein Stückchen mehr durch den Fog of War verborgen. Ja, doch, wir ziehen uns ein Feld zurück. Wir ziehen uns doch noch ein Feld zurück. Die Flak bewegen wir ebenfalls in den rückwärtigen Raum und schützen damit einmal unsere Mechanisierten etwas besser. Die Jäger werden wir noch verstärken, die bringen wir deshalb einmal wieder in den Abfangmodus automatisch hinein. Aha. Und bevor wir die Verstärkung durchführen, gehen wir noch mal in den südlichen Bereich hinein.
Wir verstärken natürlich das Korps in der Verteidigungslinie auf der Krim. Sehr gut. Und bringen dann die Jäger entsprechend hoch. Wir können diese Einheit auf den Maximalwert von 10 bringen. Und diese Einheit zumindest mal auf den Wert von 9, was ja auch schon ganz ordentlich ist. Und damit haben wir alle MPP mit Russland ausgegeben und sind auf einen Wert von 0 herunter. Ja, wir haben natürlich hier so eine Frontlücke. Auch die Mechanisierten sind relativ verwundbar mit 5 Punkten. Aber ich hoffe einfach mal, dass unsere Armee, die hier im Vorfeld steht, dass diese Armee den Gegner doch etwas beschäftigen wird und dass es erstmal nicht so schnell zu weiteren Durchbrüchen kommt. Schauen wir mal. Ja, dann sind noch die Bewegungen vor Rostow offen. Wir ziehen einmal die Garnison zur Seite und werden unsere Korps positionieren, einmal in Taganrog und einmal in dem Waldstückchen nördlich davon. Und wir besetzen mit der Garnison noch diese Mine. Ja, somit haben wir zumindest mal so etwas wie eine rudimentäre Verteidigung hier vor Rostow aufgebaut, wohl wissend, dass das natürlich ein Stück weit auch nur ein Papiertiger ist im Moment. Gut. Werfe nochmal einen schnellen Blick auf die Frontlinie, aber das sieht soweit alles ganz ordentlich aus. Die Pioniere schanzen noch. Ja, dann sind wir soweit mit Russland durch. Und ich mache mir wie gewohnt Gedanken zu unseren Zügen im Mittelmeerraum. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, dann machen wir als nächstes im Mittelmeer weiter. Wir schauen uns zunächst einmal unsere Partisanen an. Sie können sich leider nicht allzu weit bewegen. Und insofern macht es, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir hier Richtung Mostar marschieren und hoffen, dass wir von dem Verteidigungsbonus der Stadt in irgendeiner Form noch profitieren. Denn wenn wir in Richtung Sarajevo ziehen, werden uns die gegnerischen Einheiten sowieso einholen können und auch abschneiden können. Insofern ist, glaube ich, der Zug Richtung Mostar ja der bessere. Und somit also besetzen wir die Stadt. Als nächstes gehen wir einmal nach Griechenland. Wir verstärken hier die Jäger, beziehungsweise, nee, wir warten erst einmal ab, wie unsere Luftangriffe hier laufen. Schauen wir uns doch erstmal die Landeinheiten an. Also wir können durchaus Angriffe hier auf den Gegner starten. Wir haben erneut einen schönen 1-3er-Angriff auf den deutschen Panzer, den wir natürlich auch durchführen. 1-2, ja, ist okay, können wir mit leben. Die Einheit hat einen 0-1er-Angriff frei. Das probieren wir aus. Ja, hat funktioniert. Und wir können mit diesen beiden verbleibenden griechischen Einheiten hier nochmal auf das Korps operieren. Nehmen mit der Armee ärgerlicherweise einen eigenen Schaden hin, aber teilen nochmal ganz gut aus. Ja, dann können wir uns an dieser Stelle auch verstärken. Das sind einmal die beiden Korps, die sich um Larissa und in Larissa befinden. Bekommen wir sogar auf eine Stärke von 10 hoch, was doch sehr erfreulich ist. Und dann sind wir hier mit soweit durch und schauen, ob wir nochmal hier gegen die feindliche Luftwaffe operieren können, solange das Wetter gut ist. Wir ziehen einmal den leichten Kreuzer zum Scouten hoch. Decken hoffentlich mit dem Flugzeugträger wieder die Landfelder auf. Ja, und sehen, hier ist ein deutscher Jäger wieder. Auf den hatten wir ja schon das letzte Mal operiert. Wir schauen mal, was wir denn diesmal an Schaden anrichten können. Der italienische Jäger steigt wieder auf. So, ohne eigenen Schaden haben wir Schaden verursachen können. Sehr schön. Das war sehr erfolgreich. Im Wesentlichen wurde der Gegner geschwächt, ohne dass wir selber leiden mussten. Sehr schön. Also man könnte hier noch mal mit dem britischen Jäger nachsetzen,
Aber ich denke, wir sollten ihn eher wieder verstärken, damit er dann als Abfangjäger in der nächsten Runde zur Verfügung steht. Und zwar mit einem vernünftigen Stärkewert von 8. Ja, und dann sind wir im Prinzip mit Griechenland und dem Ionischen Meer soweit durch. Wir verstärken nochmal den Zerstörer hier in Malta. Wir haben, meine ich, vor ein, zwei Runden die Nachricht bekommen, dass ein deutsches U-Boot bei Pola aufgetaucht ist. Und dann sollten wir zumindest mal unseren Zerstörer als U-Boot-Jagdwaffe so gut verstärken, so kräftig verstärken, wie es nur geht. Ich gehe fest davon aus, dass der nochmal gegen das deutsche U-Boot zum Einsatz kommen wird. Und damit landen wir auch schon in Libyen. Und wir werden die ersten Einheiten so weit verstärken, wie es nur möglich ist. Und auch die Artillerie. Ich denke, die Artillerie kann uns gerade auch in Griechenland nochmal wertvolle Dienste erweisen, um irgendwelche Stellungen ein Stück weit aufzuweichen und sturmreif zu schießen. Insofern sind so typischerweise die Einheiten, die wir dann rüberziehen werden, unsere Armee, der Panzer, die drei Korps und die Ari. Der Aufklärer und die Pack, die wird man zu Anfang sicherlich auch in Tripolis erstmal stehen lassen können und dann bei Bedarf nachziehen. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass dann die Fläche hier in Griechenland nicht irgendwann mal überlastet ist und wir uns mit unseren eigenen Einheiten, was für ein Zungenbrecher, unseren eigenen Einheiten im Wege stehen und vor den eigenen Füßen stehen. So, jetzt habe ich den Satz auch beendet. Wir ziehen unsere Jäger noch nach, unsere Bomber noch nach. Die werden dann in der nächsten Runde auch nach Griechenland verlegt werden, sodass wir dann auch ein bisschen mehr Durchschlagskraft in unseren Angriffsbemühungen bekommen werden. Ja, und damit ist der Mittelmeerraum abgeschlossen und ich mache mir dann zu den restlichen Zügen so meine Gedanken. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann kommen wir als nächstes einmal zu Großbritannien. Wir haben im Moment noch 212 MPP übrig und man ist natürlich versucht, diese MPP auch schnell auszugeben. Wenn wir uns einmal aber die Forschung ansehen mit Großbritannien, dann wird der weiterentwickelte Panzer in dieser Runde fertig und mit etwas Glück sogar auch das weiterentwickelte Flugzeug, sodass wir in der nächsten Runde sehr viele MPP brauchen, um eben direkt im Anschluss erneut in diese Technologien zu investieren. Daher sparen wir uns an dieser Stelle die 212 MPP für die nächste Runde auf. Entschuldigt bitte. Gut, wenn wir schon im Südengland sind, können wir auch erneut festhalten, dass hier keine Bewegung, Verstärkung oder Ähnliches notwendig sind, sodass wir mit den Einheiten einfach so stehen bleiben. Dann kommen wir zu unserer Perlenkette. Und werden jetzt einmal mit den Zerstörern den Weg für unseren Panzer, der sich auf dem Transporter befindet, scouten. Ziehen auch den leichten Kreuzer hinterher. Sehen, dass die Strecke bis hierhin schon mal frei ist. Überprüfen einmal, wie weit wir kommen. Ja, und müssen dann mit dem anderen leichten Kreuzer noch ein Stückchen vorziehen. So. Und dann bewegen wir den Transporter hinterher. Sehr schön, wir kommen doch relativ zügig voran und befinden uns jetzt schon auf der Höhe der britischen Inseln. Dann dürfen wir auch relativ zügig jetzt hier oben in Narvik ankommen mit der Einheit. Gut, was machen wir mit den verbleibenden Teilen unserer Perlenkette? Wir wollen ja, wie wir es zu Beginn dieser Runde besprochen haben, hier mit Amerika einen weiteren General positionieren, ein weiteres Hauptquartier. Wir haben ja extra den Eisenhower gekauft und der muss dann ebenfalls verlegt werden. Und insofern brauchen wir auch hierfür erneut eine Perlenkette, sodass wir die Einheiten schon mal entsprechend positionieren können. Als allererstes können wir einmal den kanadischen Zerstörer zum Einsatz bringen.
Ja. Das sieht alles in einem gut aus. Wir fahren noch ein Feld zurück, dann passt es. Und wir haben hier noch zwei Zerstörer, die die erste Phase unserer Perlenkette für den kanadischen Panzer gebildet haben. Und die haben leider auch nur die U-Boot-Jagd 1 zurzeit. Insofern bringen wir sie einmal in die Häfen zurück, um sie entsprechend upgraden zu können. Ja, nachdem wir dann die Upgrades durchgeführt haben, werden sie wieder in den Atlantik auslaufen und im Prinzip den nächsten Teil oder den weiteren Teil für unsere Perlenkette für das amerikanische Hauptquartier bilden. Somit sind unsere Bewegungen im westlichen Atlantik durch. Und wir gehen einmal in die Nordsee. Unser U-Boot hat momentan noch eine Versorgung von 3, das heißt, wir können es eine weitere Runde auf die Konvoiroute operieren lassen. Die Schlachtschiffe liegen gut im Hafen. Mit dem Marinebomber werden wir auch keine Aufklärungsflüge fliegen, um hier nicht erneuten Schaden durch den deutschen Jäger bei Stavanger zu nehmen. Ja, und wir können auch noch die weitere Perlenkette in Richtung Narvik aufbauen für unseren kanadischen Panzer. 11, dann haben wir 10 Felder, die wir weiterziehen müssen. Aha. Damit kommen wir hier zum Stehen. Dann müsste die Strecke beim nächsten Mal bis zu diesem Zerstörer entsprechend verlängert werden können. Sehr gut. Unsere Postenkette kann ohne Veränderung stehen bleiben. Wir sollten, ja, oder wir können überlegen, ob wir die beiden Zerstörer hier sogar noch in die Postenkette hineinbringen wieder. Aber warum eigentlich nicht? Schaden tut es nicht. Okay. Die Flugzeugträger gehen nach Scapa Flow rein, damit wir die Flugzeuge entsprechend wieder verstärken können auf den Maximalwert von 10. Und damit kommen wir dann auch schon nach Narvik. Wir können mit dem polnischen Zerstörer die restliche Strecke für den Transporter scouten. Und damit auch die Garnison nach Narvik bringen. Wir laden noch aus und haben damit Narvik dauerhaft mit dieser Garnison gesichert. Ja, und unsere Flugzeugträger werden wir tendenziell jetzt eher im südlichen Bereich zum Einsatz bringen. Deswegen sollten wir uns da auch noch mal so ein bisschen umgruppieren. Die Schlachtschiffe können ihre Position verlassen. Sie haben ihre Schuldigkeit getan, indem sie sehr lange den Eingang des Fjordes bewacht haben. Gut, und somit sind unsere Marinebewegungen eigentlich auch abgeschlossen. Und wir können noch nach Narvik selbst kommen. Wir bombardieren mit dem strategischen Bomber hier unten Mösjön, in der Hoffnung, dass wir auf dem Flug durchaus nochmal das deutsche Korps aufdecken. Und auch nachhaltig die Versorgung des deutschen Korps behindern. Ja, und die Einheit befindet sich hier bei Moi-Irana. Und dann bringen wir Moi-Irana doch auch nochmal einen Punkt herunter. Wir schauen mal, wie die Versorgungslage ist. In der nächsten Runde wird sie etwas besser. Wir können zumindest schon mal auf diese Linie vorziehen. Und werden dann aber auch in der nächsten Runde mit dem Hauptquartier nachrücken müssen, sodass wir einen vernünftigen Angriff auf Moi-Irana zustande bekommen. Ja.
Bin gerade am Überlegen, ob wir dadurch Verluste hinnehmen, wenn die Einheiten jetzt hier in den Feldern sind. Das war jetzt gerade ein wenig unbedacht. Denn am Ende dieses Zuges sind sie unversorgt. Und dann bin ich gerade am Überlegen, wird am Ende des Zuges geguckt, ob sie versorgt sind oder nicht. Wir ziehen uns doch nochmal aus Sicherheitsgründen wieder zurück. Dann war das jetzt ein bisschen vor und zurück. Aber ich möchte jetzt wirklich keinen Schaden durch eine mangelhafte Versorgung erleiden. Das wäre sehr ärgerlich. So sind wir definitiv nach wie vor versorgt am Ende dieser Runde. In der nächsten Runde verbessert sich ja die Versorgung weiter in Richtung Süden. Gut, dann sind wir mit den Briten soweit durch. Und wir drücken auf den roten Knopf. Ja, wir haben hier mal Nachschubmangel. Ja, und wie vorhergesagt, bekommen wir den weiterentwickelten Panzer Stufe 2. Und sogar das Flugzeug Stufe 3 erhalten wir auch. Es gibt MPP 261 für Großbritannien, 207 für die USA und 868 für Russland. Und wir sehen, dass der Gegner hier erneut gutes Wetter hat, während es in unserer Spielfeldhälfte scheinbar regnet und somit unsere Jagdflugzeuge auch nicht aufsteigen können. Wenn das also wirklich das Wetter in seinem Zug ist, hat er hier unten auch ideale Bewegungsmöglichkeiten mit seinen Truppen und es wird uns wohl erheblich wehtun. Nun gut, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Papa Bär.